Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Morning Meeting und Markteröffnung live aus einem Frankfurter Trading Floor. Und das machen wir mit dem Team von TradersTalk. Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung wieder zusammen haben. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr heute live dabei seid. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen wie immer uns den Risikohinweis an, denn auch wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann gebe ich sehr schnell weiter an Wango. Ich gucke mal, dass ich hoffentlich hier den richtigen erwische. Und dann wünsche ich natürlich viel Erfolg, viel Spaß und wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. So, ich hoffe, ich habe den richtigen jetzt drin. Nee, das müsste der andere sein, Nelson. Alles klar. Okay, dann wechsle ich nochmal. Wir sehen deine Plattform. Wunderbar. So, das müsste jetzt passen, genau. Wunderbar, dann fangen wir mal gleich an. Ganz kurz, ich blende mal ganz kurz hier unser, wer wir sind. Also wir sind TradersTalk, ich bin der Wango. Wir sind im Eigenhandel, haben ein Handelsbüro hier in Frankfurt am Main, kommen alle, aber die Infos, die findet ihr auch bei uns hier auf der Webseite auf www.traderstalk.de für all diejenigen, die es interessiert. Weiter unten, wer alles TradersTalk ist. Genau, wir kommen ja größtenteils hier aus dem institutionellen Bereich, machen Eigenhandel und haben jetzt seit einigen Jahren auch einige Serviceleistungen hier im Börsenbereich, insbesondere hier diese Squawkbox, die wir jetzt auch in 2-Wochen-Rhythmus gemeinsam mit FXLED streamen. Und dazu gehört immer auch eine professionelle Handelsvorbereitung, die beginnt natürlich ja mit der Chartvorbereitung, aber auch hier mit allem Wichtigen, was overnight passiert ist und was für den Tag ansteht. Und das macht ja der Kollege Alexander Meyer und an den übergebe ich jetzt. Ja, also schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, gestern schien den Anlegern noch ein bisschen der Truthahn im Magen gelegen zu sein. Da gab es nicht wirklich allzu viel Neues, auch nicht an Zahlen. Wir sind mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Die Börsen in den USA minus 0,2, minus 0,1%. Also insofern gab es nicht viel Neues. Es gab Zahlen vom Immobilienmarkt, Neuverkäufe, Häuser waren etwas schwächer. Das gefällt den Anlegern durchaus. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen. Davon geht man ohnehin nicht mehr aus, was die Fed angeht. Dann hatten wir noch Zahlen zu Online-Verkäufen jetzt in der abgelaufenen Woche. Die waren wohl ganz gut in den USA, plus 9%. Allerdings haben die Händler vor Ort darunter gelitten, sodass am Ende man nur mit einem Umsatzplus von 2,5% rechnet. Hat gestern auch keine Rolle gespielt. Wir sahen ein bisschen Entspannung am Rentenmarkt. Das war vielleicht wichtiger. Zehnjährige Rendite von 4,5 auf 4,4 gesunken, mehr oder weniger. Auch heute Morgen der Bund kam gut nach oben. Das heißt, auch in Deutschland die Renditen gesunken. Dürfte auch mit den Haushaltsverhandlungen zu tun haben, die man gestern, mehr oder weniger ohne gegenseitige Blessuren beendet hat. Beendet sind sie natürlich noch nicht, aber das Schlimmste abgewendet. Sagen wir es mal so, also das mehr oder weniger die Umgebung. Wir hatten noch GfK-Zahlen von heute Morgen, die waren aber wie erwartet, sind jetzt auch nicht die Gründe, warum wir hier ein bisschen schwächer sind. Da hat wohl noch einer ein paar Stücke entdeckt, die er heute Morgen schon geben will, warum auch immer, noch wenn die Zinsen weiter runterkommen. Nicht allzu gute Nachrichten gibt es auch aus Asien, beziehungsweise sind dort auch mehr oder weniger unverändert. Die chinesische Notenbank warnt da noch vor weiterer Verschiebung Angebot und Nachfrage auf dem Immobilienmarkt und mahnt weitere staatliche Hilfen an. Momentan auch kein Thema bei uns, der chinesische Immobilienmarkt. Also wir sehen da weiterhin ein bisschen Schwäche im DAX. Heute Morgen kann man schauen, ob wir da irgendwelche Bösewichte haben, dass wir da jetzt verhältnismäßig stark doch verlieren. Ja, auf den ersten Blick eigentlich nichts zu sehen. Jetzt dann größeren Abgaben in irgendeiner Spezialaktie. Aber
falls dann doch, dann liefern wir es nach. Also wir haben dann auch nicht mehr allzu viel an wichtigen Zahlen. Verbrauchervertrauen aus den USA setzen wir heute. Da wartet man auf die Verbraucherpreise aus Deutschland von Bundesländern morgen. Und da wartet man dann vor allen Dingen auf die amerikanischen Zahlen. Ich glaube am Donnerstag, also morgen ist es, glaube ich, nicht. Wünsche Ihnen dann ja viel Erfolg und gebe dann gleich mal an Bango hier weiter. So, und wir machen jetzt hier, fangen an hier mit der Handelsvorbereitung, blicken wie immer zunächst auf den DAX und da schauen wir uns den Tagesstart an. Also wir haben gestern hier oben, wir zeichnen Zonen oder auch punktgenaue Kursniveaus ein, wo wir denken, dass der Markt eine Reaktion zeigen kann. Die Widerstandsbereiche sind hier in diesem blassen Rot, zartrosa, wie auch immer. Und Unterstützung in Grün, Unterstützungszonen. Hier oben war gestern der Widerstandsbereich 16.063, 16.086. Und da ist der Markt hängen geblieben. Sprich, wir haben da oben ein Short-Setup gehabt. Gestriges Hoch, glaube ich, war die 77 gewesen. Das ist die Tageskerze. Und wir setzen heute eigentlich die Abwärtsbewegung fort. Für den heutigen Tag schauen wir uns das Ganze natürlich jetzt hier in der Stunde an. So, also das ist der Stundenchart für den DAX und wir sehen auch hier gestern, wie gesagt, das war das Tageshoch, da ist er hängen geblieben, hier das Short-Setup und das ist dann auch in den Ziel- und Unterstützungsbereich gelaufen, weil das, was jetzt hier zum Widerstand geworden ist, hier die Zone 16.003, 16.019, war gestern hier in dem Bereich erstmal Unterstützung, also hier oben aus dem Widerstandsbereich ins Ziel- und Unterstützungsniveau gegangen und dann am Nachmittag dann auch unten drunter geschlossen, wo er jetzt auch die Abwärtstendenz jetzt fortsetzt. Der ehemalige Unterstützungsbereich ist jetzt hier heute Widerstand, also der Bereich 16.003, 16.019 Widerstand. Erstes Kursziel hat er bereits hier erreicht, die 89. Nächstes Kurstarget ist die 954, das ist auch ein Daily Low. Und dann unten, Sie sehen es, die Unterstützungszone, die zoome ich mal ein bisschen dazu. Und zwar ist das hier dieser Bereich 15.926 bis zur 9,35. Also die 54 hat er jetzt, oder erreicht er jetzt in dem Augenblick. Weiter unten hier 9,35, 9,26. Und hier könnte er eine Reaktion zeigen. Wir hatten letzte Woche drunter hier einen False Break gehabt, von daher ist diese Zone 9,26, 9,35 für uns wichtig und auch ein möglicher Unterstützungsbereich, wo dann der Markt auch reagieren kann und entsprechend dann nach oben eine Reaktion zeigt. Geht er drunter, dann haben wir das False Break Tief hier, die 15.903 und darunter dann nächstes Target die 8,62. Also das ist hier so die Kursplanung heute. Wie gesagt, der Abwärtstrend von gestern setzt sich, die Tendenz ist auch ganz gut, weil wir waren sicherlich hier ein bisschen überhitzt. Von daher das Ganze nur gesund, die Abschläge, die wir jetzt sehen. Wir schauen jetzt auch auf den Eurostox. Den Blick auf den Daily, den können wir uns sparen, weil da ist der Stundenchart ja relativ aufschlussreich. Also wir hatten gestern Morgen hier oben den Widerstandsbereich 4383, 4387 und hatten, glaube ich, das gestrige Hoch hier bei 86, also auch hier eine Reaktion am Widerstandsbereich, also Short Setup im Eurostox und hat unten auch, das war gestern hier Support, also der Bereich 66, 68, hat er gestern Vormittag nicht ganz erreicht, hat mit 69 hier das Tief gehabt, hier an dem Niveau, aber dann im Laufe des Nachmittags dann das Ganze erreicht und dann auch unten drunter geschlossen, von daher auch hier die Vorzeichen erstmal leicht negativ, sprich dieser Bereich aus einer Unterstützung jetzt zum Widerstand. Ne, und da hat er hier bereits eine Reaktion gezeigt am gestrigen POC. Das ist hier diese rosa Linie 4364, wo er jetzt vorbörslich, ich glaube, das war so zwischen 7 und 8 oben aufgesetzt hat und unten erstmal Kursziele erreicht hat. Und das wichtige Kursziel ist hier unten die Zone
4337, 4342, also äquivalent eigentlich zum DAX, die 925, 936, also hier unten Ziel und Unterstützungsbereich im Eurostox und hoffentlich dann eine Reaktion dann auch nach oben sehend, weil da unten drunter ist dann weiterer Abgabebedarf mit den Kurszielen 4332, 16 und dann 1106. Also, wir haben hier leicht Negativtendenz, wie gesagt, die Tatsache, dass wir hier im Eurostox am gestrigen POC abgeprallt sind, heißt, dass da noch Verkäufer unterwegs sind und die machen sich hier bereits bemerkbar. So, jetzt gucken wir mal der Vollständigkeit halber hier auf den S&P, der konsolidierte, hier schauen wir uns den Tagesstart an, also wir besprechen hier jeden Tag DAX, Eurostox, Bund, S&P und ja, ein bisschen die Nasdaq am Nachmittag. Also das ist hier der Daily Chart im S&P und wir sehen hier, der konsolidiert wirklich auf hohem Niveau leichte Abschläge, wobei das ist alles hier gesund. Wichtiger wird hier unten sein, der Bereich 4541, 4536 im S&P. Und das schauen wir uns jetzt im Stundenchart mal an. Also der S&P Future gestern wirklich konsolidiert, nicht viel passiert. Der hat oben den breiten Widerstandsbereich nicht angelaufen, die 71 hoch auf die 80,5 hat vorher gedreht, auch am Nachmittag, und testet jetzt hier die Unterstützungszone, der Bereich 4552, 4555 ein Viertel. Ja, das ist ja der mögliche Unterstützungsbereich mit Upside dann hier in dem Bereich 4566 erstmal. Nimmt er das raus auf der Unterseite, wie gesagt, dann Kursziel erstmal hier das erste wichtigere Band, das ist die 4541, 4536, das haben wir eben, glaube ich, auch ganz gut im Daily Chart gesehen. Also hier oben breites Widerstandsband und ja, nimmt er das raus, wir sehen, da ist Kursziel nach Kursziel oben relativ breite Widerstandszone, die dann auf der Oberseite auch dann relativ bald beginnt, hier die 98 bis hoch zur 4611, also hier oben ist ja schon ein bisschen was an Kursniveaus, die relativ wichtig sind. Bisher auf dem Weg nach oben alles eigentlich keine Rolle gespielt. Das ist ja zum ersten Mal wo ein bisschen konsolidiert. Von daher nehmen wir auch die Widerstände jetzt erstmal ein bisschen ernster. Also das ist die Situation im S&P. Und jetzt schauen wir uns den Bund Future an. Und da ist Bewegung drin und auch jetzt Bewegung. Wir haben uns auch die ganze Zeit so ein bisschen gewundert, wieso der Bund oder generell die Anleihen, ob der ja besseren Situation hier, was so Inflationszahlen angeht, wieso der denn so wenig nach oben reagiert. Gestern hat er mal hier kräftig reagiert. Sie sehen es hier im Daily. Der Trigger war wohl hier so die ja, Einigung in Anführungsstrichen hier, was den Haushaltsstreit, dieses Haushaltsloch angeht. Das hat der Markt gut aufgenommen. Das war dann irgendwie später Vormittag, dann über Mittag. Sie sehen hier diese bullische Kerze gestern und da setzt er heute nach. Hier oben wird sehr wichtig sein, der Bereich hier um die 71, das geht hoch bis in den 90er Bereich. Sie sehen hier auf der linken Seite ganz viele Daily Lows und hier auch die jüngsten Tageshochs, die hier in dem Bereich ja, massives Widerstandsband darstellen. Wir gucken uns das jetzt mal hier im Stundenchart an. Also zunächst mal der Blick zurück auf gestern, da hatten wir nämlich folgende Situation, ich muss das mal ein bisschen zusammen, also wir hatten folgende Situation, wir hatten hier oben einen Doppeltop gehabt, hier unten die Nackenlinie bei der 130,47, die hatten wir dann gebrochen gehabt am Freitag, haben hier unten ein Unterstützungsband gehalten, wo wir auch gestern getestet haben und gehalten haben und dann war gestern Morgen die Situation hier, ist es jetzt hier eine Konsolidierung, weil das war dann nach dem Bruch hier, diese Zone war natürlich gestern Widerstand. Mit dem Doppel-Low hier unten war das jetzt entweder eine Trendfolgekonsolidierung, die nach unten aufgelöst wird oder wirklich eine Bodenbildung mit Rebreak über diese Zone 46, 56 und das haben wir jetzt gesehen und der Markt arbeitet jetzt hier ja, an einer größeren Umkehr, ob das jetzt hier ein W oder ein V ist, überlasse ich Ihnen. Aber Kursziel ist zunächst mal hier ganz wichtige Zone 131,66, 131,74. Nimmt er die raus und da stehen die Vorzeichen gut. Ja, gut, müssen wir mal abwarten. Aber das ist ein ganz wichtiger Bereich hier.
weil das wäre hier ein kleiner Strukturbruch. Nehmen wir das raus, dann ist nämlich auf der Upside. Das sind aber erstmal nur Kursziele 131,98, erstes sage, dann die 132,37. Also dieser Trend wird auch getragen vom kurzen Ende, ja, auch der Bubble spielt damit. Von daher können wir gespannt sein, was hier oben an diesen wichtigen Widerstandszonen passiert. Also das ist es jetzt für den Augenblick. Dann warten wir jetzt mal hier das Cash Open ab um 9 Uhr. Und wenn Sie oder wenn ihr Fragen habt, gerne stellen. Ich mache mir hier mal das Frage-Window mal auf, genau. Gerne stellen hier zum Vorgehen bei uns, wenn Sie irgendwas nicht verstehen oder Anregungen haben, gerne hier im Webinar-Chat fragen, dann gehe ich gerne darauf ein. Da ist jetzt sicherlich bis zum Cash-Up noch ein bisschen Zeit. Vielleicht noch ergänzend. Hat man, glaube ich, nicht gesagt, die Dateien von euch, die habe ich hochgeladen und stehen entsprechend rechts in dem GoToWebinar-Panel unter Unterlagen. Genau, jetzt und die Dateien sind ja hochgeladen. Also wir erstellen jeden Morgen Fact Sheets, eben was wir hier besprochen haben, in der Chartbesprechung, als auch die Overnight News mit all den wichtigen Konjunkturdaten, die anstehen, was ich vorhin eingeblendet habe, und noch eine Open Interest Tabelle für all diejenigen, die ja, ein bisschen optionsaffiner sind, genau. Verfall ist, warum auch der kleine Verfall ist, aber der nächste steht dann, der große im Dezember. Also wie gesagt, die Unterlagen, die sind hier eingestellt vom Nelson im Webinar-Chat. Also all das, was jetzt hier heute Morgen oder was ich eben besprochen habe anhand der Charts, nochmal in Factsheets zusammengefasst. Wir erstellen das immer vor 8 Uhr und schicken das hier unseren Teilnehmern oder unseren Kunden, die bekommen die oder loggen sich dann ein auf die Website und können sich das runterladen. Und machen dann die Marktbesprechung so gegen 7:15 Uhr. Das ist eigentlich so die Regel. Das ist immer wichtig, natürlich vorbörslich das zu machen, also dass jeder, weil gut, Aktien, da beginnt der Handel hauptsächlich, ja klar, mit der Kasse. In den Bonds kommt bereits ab 8 Uhr Bewegung rein, von daher ist es wichtig, da die Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Ja. Wie der Kollege aber schon gesagt hat, der Alex, heute Konjunkturkalender relativ übersichtlich. Wir haben hier gerade noch ihr Verbrauchervertrauen aus Frankreich gehabt, 87 statt 84, also das ist ganz gut. GfK-Konsumklima kam inline. Wir haben jetzt auch Erzeugerpreise aus Italien, das könnte interessant werden, ja, für den Monat Oktober um 9 Uhr. Und dann ist auch hier unser Bundesbankpräsident, der Herr Nagel, angekündigt, der Hawk-Pessimist, ja. Ja, ansonsten ist am Vormittag nicht viel Geldmenge im Drei. Ja, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo das die wichtigste Zahl war, aber das liegt auch schon Jahrzehnte zurück, ja, als es noch keinen Euro gab. Also der Vormittag, wie gesagt, relativ übersichtlich, ja, was ja den Terminkalender angeht. So, wir sehen hier im Eurostoxx und DAX bleiben am Tief. Also DAX hier die 954, das ist das Tagestief vom 22. Da guckt er jetzt drunter.
Genau, die Charteinstellung vielleicht nur wichtig. Also wir haben natürlich Daily Chart, aber das einfach nur der Übersichtlichkeit halber, da mal zu wissen, wo wir stehen. Wir gucken hauptsächlich auf den Stundenchart und dann hier für kleinere Zeiteinheit den M3-Chart. Also im Bund Future, wie gesagt, dieses wir handeln über dem gestrigen Hoch und das dieses Widerstandsband, das mit der 43 als Zone auch abseits ist zwar noch rot, aber wir werden sehr wahrscheinlich auch drüber schließen und dann wird dann im Setback natürlich das gestrige Hoch erstmal sollte unterstützend wirken. Ja. Aber wir stellen erst dann hier um, machen dann Widerstände zur Unterstützung, wenn auch die volle Stunde dann den Bruch bestätigt. Genau. Was wir unter Bruch verstehen, ist in M3 natürlich einfach über einem Level oder über einer Zone schließen. Aussagekräftiger natürlich dann das Ganze im Stundenchart. Ja, auch hier im Close drüber. Also wenn wir jetzt hier den Widerstand haben, einfach mal exemplarisch hier im Bund, über den wir jetzt handeln, also Widerstand oberhalb des gestrigen Hochs, also der Bereich hier 40, 43. Schließen drüber, dann gilt dieses Level als gebrochen und in dem Fall wird dann die Widerstandszone zur Unterstützungszone. Ja, das ist nicht automatisch so, also das gibt natürlich in unserem Ermessen und da spielt natürlich auch dann der oder die Erfahrungswerte auf unserer Seite eine Rolle. Und gleiches gilt natürlich hier oben für den Bereich, den ganz wichtigen Widerstandsbereich 131, 66, 131, 74. Möchte vielleicht nochmal, weil wir jetzt hier am Hoch sind, dann doch nochmal hier den Daily zeigen im Bund, einfach nochmal zu zeigen, wie was dann da oben drüber ist. Und zwar erstmal nicht viel, das sind da einfach nur Kursziele. Na, das erste wäre dann die 98, also nimmt ihr hier diesen Bereich raus, ist hoch zu 91, 98, dann die 27, aber auch nicht mehr. Das sind nicht mehr als Kursziele. Sie sehen hier aus dem Daily Chart heraus erst oben Platz. Bis ganz hier hoch. Ja, bis hier in dem Bereich 133, 34, 133, 45, 46. Also da hat der Markt dann auf der Oberseite gute 150 Ticks Platz. Das wäre hier so ein kleiner Game Changer, ne, für den Fall, dass der Bund hier das kriegt. Sie merken also unser, was heißt unser Ansatz, ja, das ist eigentlich so, wie man Charts und Märkte versteht, ist, dass man natürlich immer ein übergeordnetes Bild schaut, wo befinden wir uns da gucken wir natürlich auf den Daily, viel weiter geht es dann in der täglichen Analyse eigentlich nicht, so Wochencharts
und Monatscharts dann eher mal nicht. Aber Daily ist wichtig und dann brechen wir das runter auf den Stundenchart. Also diese Levels erachten wir jetzt nicht alle, aber die markanten davon erachten wir als wichtig. Und das ist auch so der Rahmen für das Daily Business, ja, wo wir uns da bewegen. Und gucken natürlich dann auch auf Stundenkloses, ja, klar, das ist ja dann noch im Rahmen unseres täglichen Handels, ja, dann am nächsten Tag, dann schauen wir natürlich, wo hat dann der Tag geschlossen, hat da irgendwo was Signifikantes gebrochen, ja, nein, wie zum Beispiel gestern im Bund, jetzt muss ich wieder den Bund zitieren, der hat nämlich auf der Unterseite, Sie sehen es, ich ziehe das mal hier hoch, achso, dann zeigt es nicht. Aber wir haben hier auf jeden Fall das Level gestern. Schauen, wo ist denn das hier? Ja, haben wir unten runtergeschlossen. Ne? Also die 43. Bin gerade am Schauen, wo war das, was wichtig ist. Ja. Sehe ich jetzt gerade nicht. Aber was wir jetzt hier sehen, dass er bis auf einen Tick oben hier am Widerstand dran war. Also der Widerstandsbereich hier im Bund für den Tageschart, den Intraday-Chart hier ist hier 66,74 übergeordnet, natürlich aus dem Daily bis hoch auf die 90, aber das würde hier eine viel zu breite Widerstandszone darstellen. Von daher begnügen wir uns mal hier mit dieser Zone 66,74 im Bund. Ist ja breit genug. Also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wir haben hier den DAX und den Eurostox hier mit, Sie sehen, der Eurostox hat ja auch ein M3-Ziel, ein weiteres mit der 4346 erreicht. Also hier unten wird dem Stocks wichtig sein, der Bereich 4342, 4337, ne, das Ziel und Unterstützungszone. Das hier, die 46, wo er aufgesetzt hat, das war aus dem M3-Chartenlevel, was ein bisschen weiter zurückliegt. Oben die anderen beiden Kursziele hat er schon erreicht, die 58 und die 52. Und auch der DAX hier mit der 54 hier in dem weiteres Kursziel hier, ein Daily Low vom 22. erreicht. Und nochmal hier unten die wichtige Zone, erstmal 9,26, 9,35. Ne, im Setback gucken wir natürlich hier die Levels, die gebrochen haben, ne, ob es da ein Setback in diese Richtung gibt. Ne, auch im Eurostox die 52. Ja, und ob er dann abprallt oder eine Umkehr macht und das sind so ja, gerade wenn wir so einen Trend haben, ja, und jetzt haben wir so einen leichten Abwärtstrend hier mit leichten Kursgewinn auf der Aktienseite, das, was uns interessiert. Also jetzt haben wir noch eine knappe halbe Minute. Und wir schauen auch auf den S&P, der interessiert uns auch, ja, auch vormittags interessiert er uns, ja, weil er manchmal schon Bewegungen hier initiieren kann. Also der ist auch hier im Bereich um das gestrige Tagestief. Die Stunden im DAX und im Eurostox haben fast am Tagestief geschlossen. Also wir sehen auch, dass der Markt jetzt unten, ja, zumindest mal Eurostox neues Tagestief macht, ja. Ja, also richtig, ja. Also, wir haben neues Tief im Eurostox gesehen, kein neues Tief im DAX. Der hat hier unten das Tief bestätigt, ja, also sein Tagestief.
Schauen wir auf der Abseite die 89 im DAX. Ein kleines Kursziel von oben kommt. Von unten kommt hier ein bisschen zurück, ja. So, also der Bund, nicht der Bund, der DAX ist jetzt hier dran, sorry, die 89, das war ein kleines Kurslager, da sehen wir noch hier, man würde schon sagen, eine relative Stärke jetzt im DAX zum Eurostox. Das ist auch etwas, was auch so hauptsächlich hier interessant ist für unser Vorgehen, wie Märkte zueinander sich entwickeln, relative Stärke, ja nein, jetzt haben wir hier den DAX wirklich hier schon leicht outperformed gegenüber dem Stox, von daher gut möglich, dass er hier abprallt, ne, weil der Stocks nicht mitgezogen ist. Also sowas kann hier mal ein Indiz sein. Ne, und wir sehen noch eine Reaktion hier an der 89, also hier abgeprallt. Eurostocks ja nicht so mitgegangen. Ne. Woran erkennt man relative Stärke, relative Schwäche? Ja, gut, es kann sein, dass das irgendwie, hat der Alex ja im Vorspann gesagt, dass es irgendeinen Übeltäter gibt ja im Underline, dass da irgendwelche Schwergewichte die jetzt in dem einen oder anderen Index outperformen, dass das hier der Grund dafür ist, ja. Also hier gut zu sehen, Sie sehen, der Eurostox hat hier diese Verlaufshoch um die 50 nicht überschritten und das Äquivalent, die Verlaufshochs waren im DAX hier bei der 70, da hat er on top gute 10 Punkte mehr gemacht und da oben an 89 erstmal abgeprallt. So, jetzt sehen wir im Bund. Ganz wichtig, ja, Sie sehen es, der hat aufgesetzt und das ist jetzt natürlich ein Unterstützungsband da unten. Ja, so schnell können wir das jetzt erstmal farblich nicht umgestalten, aber das werde ich jetzt machen. Die Widerstandszone mit der 131,34 auf der Upside ist jetzt zum Support geworden und da hat er jetzt aufgesetzt. Ne? Das sind so Bereiche, wo wir dann schauen. Ja, wir haben drüber geschwommen, wieder zum Support hier in der Stunde drüber geschlossen. Sie sehen es, wir haben hier oben drüber geschlossen, über der 43. Und jetzt im Setback dient das hier als Unterstützung, also der Widerstandsbereich wird zum Support, da setzt er auf und da kann man schauen, hier, ob man hier in den Long reinkommt. Ja, das ist eigentlich so ein super Setback gewesen jetzt, ja. Ja, ist wahrscheinlich nicht viel umgegangen, müssen wir reinzoomen. Ja, doch, ist schon was umgegangen, also ja. Gute 600 Kontrakte hier unten, also derjenige, der da Long gehen wollte, ist auch in den Long reingekommen. Also Widerstand wird zum Support. Wir haben sowieso hier den leichten Long Bias. Ja, das ist, glaube ich, hier in der Analyse heute Morgen auch deutlich geworden hier mit der Bewegung gestern, mit dem super bullischen Closing im Bund. Also wir sehen nach wie vor eine relative Stärke im DAX zum Eurostox. DAX hat zwar temporär hier die 80 verteidigt, ist aber über die 500, bis zum 65 hat er gesetbackt. Macht er wieder ein minimal neues Kasten hoch. Der Eurostox zieht hier weiter nicht so mit. Also die 52 hier ein kleines Level im Stock, Sie sehen das hier aus der Stunde heraus. Das könnte hier ein kleines Widerstandsniveau werden hier im Eurostox, die 4352.
Also, jetzt sehen wir auch den Grund hier für die Schwäche im Eurostoxx, das Indexschwergewicht. Ja, das muss ich jetzt mal zeigen hier. Einfach nochmal, damit Sie so ein Gefühl dafür bekommen. Moment. Moment, ich blende es gleich mal ein. So, wieso der Eurostoxx hier underperformt? Sie sehen, der bleibt oben an der 52 hängen, ne, im Widerstand, also da. Und der DAX auch, der kommt hier nicht drüber, hat zwar minimal neues Kassehoch gemacht, aber die 80 ist nach wie vor Widerstand. Also wir haben einen leicht negativen Trend im Setback an Widerstandsniveaus, die auch halten. So, und der Grund für die relative Schwäche vom Eurostoxx oder umgekehrt für die Stärke im DAX ist hier diese Aktie hier, ne, die LVMH, also Louis Vuitton, Moët Chandon, genau dafür steht es, ist der am meist kapitalisierte Wert im Eurostoxx, also das ist Indexschwergewicht und der ist mit 2,6% hier im Minus. Das macht hier die relative Schwäche oder die Underperformance, wie es so schön heißt, vom Eurostoxx zum DAX aus. Also sowas ist wichtig, ja, kann mal eine Rolle spielen, einfach wenn Sie. Ja, deswegen, also wir versuchen das hier immer im Zusammenhang zu sehen, DAX, Eurostoxx. Und klar, das kann natürlich jetzt hier einen Zusatzhinweis geben, um da vielleicht mal in der Outperformance vom DAX vielleicht mal dagegen zu halten, weil man weiß, okay, der Eurostoxx, der wird hier nicht mitziehen, ja, dass es einfach nur eine Übertreibung im DAX ist, ja, oder auch hier, dass man im Eurostoxx dann an so ein kleines Abbruchniveau hier und im Widerstand auch mal dagegen hält und dann vielleicht den Short sucht, ne? Also heute spielt uns natürlich ein bisschen in die Karten. Wie gesagt, LVMH ist die meist kapitalisierte Aktie im Eurostoxx und die ist heute mit 2,6% jetzt im 2,77 jetzt im Minus und drückt hier den Eurostoxx nach unten, ja. Also. Also wir sehen hier im Bund, der ist nicht allzu weit nach oben gekommen. Also das Long Setup hat hier, wenn überhaupt, dann auf der Oberseite zu temporären Gewinnmitnahmen geführt. Wir waren 51 im Hoch, nachdem wir die 43 getestet haben. Und der testet hier erneut diesen Unterstützungsbereich, also die Zone 141, 43, 141, 40. Ja. Diese Unterstützungszone, also Bund hier erneut im Support-Bereich. Wie man solche Setups spielt hier, aus der relativen Stärke, ein oder andere Kontrakt, und wie man da in den Short reinkommt, also wer sich dann dafür interessiert, bei uns auf der Webseite gibt es, wir haben einige Spezialisten bei uns im Team, die genau sowas machen, aber da erfahren Sie in den entsprechenden Mentorings und Coachings, wie man da vorgehen kann, ja, was so das Feintuning von Entries angeht und auch relative Stärke, relative Schwäche, dann auch in den entsprechenden Besprechungen dann der einzelnen Trades dann klar werden, sodass sie dann die Setups auch ja, verstehen, wie kommt man in den Markt, wie definiert man denn hier so eine Widerstands- und eine Unterstützungszone und da ist man zumindest mal sensibilisiert, dass man da in dem Bereich
sich positionieren möchte, worauf ist zu achten, was ist dann der Trigger. All das, wie gesagt, da gibt es Spezialisten bei uns, die diese Setups und das allgemeine Vorgehen hier aus dem Kontext heraus, sprich DAX, Eurostox, Bund, Bobl, genau das 15-Jährige und auch der S&P, wie man da vorgehen kann, um da sich entsprechende entsprechende Setups einzueignen. Also ich sehe nach wie vor, da ist hier nichts an Fragen. Ich weiß nicht, ob das hier ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ja. Entweder das ist ja alles so verwirrend, ja. Aber nochmal, wenn es verwirrend ist, da gibt es die Möglichkeit, sich hier unsere Scorecards, wie gesagt, wir sind jeden Tag auf Sendung, jeden Börsentag so rum, von 8 Uhr bis 17 Uhr. Also das ist jetzt hier nicht eine einmalige Geschichte hier mit der FX-Flat, sondern wir begleiten Sie jeden Tag mit allem, was wichtig ist. Ja. Insbesondere geht es darum, dass Sie halt nichts verpassen, was kursbeeinflussenden Charakter haben kann. Wie zum Beispiel gestern die Aufwärtsbewegung im Bund. Da war für uns relativ schnell klar, dass da eine Einigung erzielt werden soll oder erzielt wurde hier, was den Haushaltsstreit angeht. Und da hat der Bund und der Bund natürlich entsprechend positiv reagiert. Genau, für diejenigen, die sich interessieren, bei uns auf der Webseite, wie gesagt, können Sie sich kostenlos, unverbindlich hier für bis zu 2 Wochen die Squawkbox hier da mal reinschnuppern, ne? Das, was wir jeden Tag machen. Also, Markt konsolidiert hier, wir haben keine neuen Tiefs gesehen im DAX und im Eurostox. Minimal neues Verlaufstief, zumindest mal im Bund. Also hier, der ist erneut im bestätigten Long Setup. Schauen wir mal, vorhin ist er bis zu 51 hochgelaufen, ja, ob er sich jetzt ein bisschen mehr lösen kann und das Long Setup hier ein bisschen mehr ins Geld läuft. So, sehen jetzt hier im DAX und im Eurostox, sie gehen hier wieder ihre oberen Kursmarken an, 89 im DAX, 9,4352 im Stocks. Ja, wir haben jetzt zumindest im Eurostox ein neues Hoch gesehen. Also Kasse hier seit 9 Uhr minimal drüber geschaut. Die Abschläge hierbei, das geht ja oftmals Hand in Hand, die Abschläge in diesem Index-Schwergewicht, diese LVMH-Aktie, jetzt ein bisschen geringer, 1,93 und prompt reagiert der Eurostox sehr gut. Sowas, wenn sowas mal der Fall ist, ja, kommt natürlich nicht jeden Tag vor, muss man sowas im Blick haben, ja. Wenn da mal der eine oder andere Index hier geht und der korrespondierende nicht, also Abschläge, wie gesagt, bei der Louis Vuitton jetzt knappe 2%. Hier nochmal ein Blick hier auf den Stundenchart, also die 89, einfach nochmal zu schauen im DAX, wo die herkommt. Kein Tagestief, aber markantes Stundentief, dass er jetzt hier im Setback erstmal hält. Wie gesagt, geht er da drüber. Übergelagert haben wir hier das wichtige Widerstandsband hier 16.003, 16.019. Das war gestern hier in dem Bereich Unterstützung. Und dann nach dem Bruch und auch nach dem Tagesclose unten drunter wurde es zum Widerstand, ja.
DAX macht hier ein minimal neues Kassehoch. Und hier oben sehen Sie schon jetzt diese Zone, von der ich eben gesprochen habe, ja, mit wichtiger Marke auf der Downside, die 16.003. Eurostoxx schafft es bisher nicht über die 4.352. Und auch der Bund kann sich jetzt erstmal unten nicht lösen aus diesem Long Setup, ja. Diejenigen, die von Ihnen im DAX unterwegs sind, ja, die kennen das wahrscheinlich, dass der DAX natürlich öfter mal übertreibt, ja, egal welche Seite, ist halt schon ein bisschen einfacher hier zumindest mal ein bisschen ja in eine andere Richtung zu bewegen. Der Eurostoxx verteidigt hier oben, also hier oben ist es, das ist nach wie vor, solange wir da unten drunter landen, 152 hier. Bestätigte Short Setup im Stocks. Und auch im DAX gut zu sehen, ja, weil wir, wie gesagt, wir gucken halt auf M3. Wir haben bisher noch nicht hier über der 89 geschlossen. Also wir sehen hier Druck im Bund, der kommt ja auch aus dem Kurzläufer hier, aus dem Bobble, der jetzt gerade das gestrige Tageshoch macht, die 93. Also ähnlich wie im und Bund guckt hier unter diese Unterstützung drunter jetzt. Ähnlich wie DAX Eurostoxx ist auch im Bund, der neigt auch eher mal zu übertreiben im Vergleich zum fünfjährigen Future, ja. Also, gut zu sehen, dass hier oben immer noch Shorts reinkommen, ja, DAX und auch im Stocks. Das passt ja auch in unser Bild, dass wir einen leichten negativen Bias haben. Ja, wie gesagt, aus dem Daily und aus dem Stundenchart, wie heute Morgen auch in der Marktbesprechung deutlich wurde, ja. Was noch wichtig ist, sind natürlich Volumina. Wir haben hier im DAX eigentlich zumindest für den M3-Chart, so eine Orientierungsgröße um die 900 Kontrakte ist schon relativ gutes Volumen.
Sie sehen das hier mit der Kasseöffnung haben wir da auch mehr Volumen gemacht und seitdem eigentlich eher leicht abnehmend. Gleiches gilt auch hier für den Eurostoxx. Also der Bund, noch keinen bestätigten Bruch. Sie sehen, der hat hier unten drunter gestochen, aber der scheint er noch zu verteidigen. Und da in dem Fall ist es wichtig, wie gesagt, auch im Links drauf zu schauen, im Bobble. Der hat nämlich jetzt hier im Rücksetzer, das sieht man jetzt hier im Daily nicht so, das gestrige Hoch jetzt erstmal verteidigt, die 93. Also schon relativ ruhiges Cash Open hier im DAX und im Eurostoxx war meistens noch hier auf der Anleiheseite los. Also bisher ganz klar hier nach dem, ich zeige es gerne nochmal hier in der Stunde, nach dem Bruch, dem gestrigen Bruch hier, der, ich komme vielleicht mit dem DAX auf, im Großbild, nachdem wir diesen Bereich hier gestern gebrochen haben, unten runter geschlossen haben und heute hier vorbörslich an eben diesem Widerstandsniveau eng geblieben sind, ja. Da sehen wir bereits hier, weil wir diesen negativ, leicht negativen Bias haben, wie hier an diesem ersten Kurs, wie von oben kommt, jetzt Widerstand hier immer wieder eine Reaktion stattfindet. Na, das leiten wir hier aus dem Stundenchart ab und sehen natürlich dann entsprechend auch in M3, was da oben passiert. Ja, ich glaube, das ist schon relativ offensichtlich, dass hier so ein bisschen der Deckel drauf ist. Im DAX sollte da drüber gehen, wie gesagt, an das wichtige Widerstandsband hier 16.003 bis zur 19. Ja, noch schafft er es nicht hier drüber. Ohne jetzt, dass es hier allzu negativ klingt, also das, was wir jetzt an Abschlägen gesehen haben gestern und auch heute, das ist ja alles absolut gesund. Ja, wie gesagt, wir sind ein bisschen heiß gelaufen hier in den Aktienindizes, ja, und von daher sind Setbacks oder Rückschläge in Anführungsstrichen oder Gewinnmitnahmen erstmal gewünscht, um da sich neu zu positionieren. Sie sehen hier im Eurostoxx hier unten, das sind so drei Daily Lows hier im Bereich 4342, 4336. Ne? Deswegen ein Setback, ein Rücksetzer in diesem Bereich. Wäre halt schön, da das eine oder andere Longset abzubekommen. Ne?
bis dahin, wie gesagt, haben wir erstmal leicht negativen Bias. So, jetzt macht der Bund neues Verlauftief, kein neues Tagestief. Also der kommt jetzt im Setback nicht mehr hier über diese Unterstützungszone. Die 36 ist ein ehemaliges Tageshoch, wo jetzt hier aufsetzt und da unten drunter hat erstmal viel Platz. Sie sehen ja aus der Stunde, da ist erstmal bis runter an das Tagestief, respektive die 17, hätte der Bund jetzt auf der Unterseite Platz. Das ist so eigentlich so der letzte Anker hier für eventuelle Bullen, die 36. Ich mache das gerne mal, wenn auf der Aktienseite nicht viel los ist. Also, das sieht man hier ganz gut. Das wäre so der letzte Anker da unten drunter. Platz bis zum Tagestief. Und da werde ich auch die Unterstützungszone adjustieren. Also ich adjustiere mal, vergrößere mal dieses Unterstützungsband hier unten. Ziel und Unterstützungsband um das aktuelle Tagestief 131,20 bis zu 131,10. Ja, jetzt hat er auch die Unterstützung gebrochen, M3 drunter geschlossen, also jetzt bestätigt das False Break oder Rebreak hier unterhalb dieser Supportzone. Ja. Gut, wir haben gleich 10. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ne? Wir haben heute Morgen im Morning Meeting gesagt, dass wir ein leicht negatives Setup in den Aktienindizes haben, und insbesondere DAX und Eurostoxx, und das haben wir auch gesehen. Und zwar wurden da erste Targets auf der Unterseite erreicht, 89, 954 im DAX. Und der DAX kämpft jetzt hier um eben dieses Setback Level 89, wo er nicht drüber kommt. Ein Äquivalent. Ja, im Eurostoxx ist die 4352. Da scheitert er jetzt. Also das, da ist noch ja, Druck, wäre vielleicht übertrieben, aber hier diese Niveaus deckeln erstmal hier die beiden Indizes. Mal schauen, ob das gut ist hier für mehr Downside, ne, in dem einen oder anderen Index. Aber hier oben ist der Fokus erstmal hier auf Short Setups, ja. Bund gibt weiter nach. Und ja, der hat jetzt hier auf der Unterseite Platz in dem Bereich bis runter 131,20, 131,10. So. Damit will ich mich auch, wenn es sei denn, es gibt noch Fragen, ich sehe jetzt hier nichts im Chat, dann weiß ich nicht, liegt es an mir oder da ist wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich so alles klar, hoffentlich. Ansonsten würde ich mich bedanken hier fürs Zuhören und an dich übergeben, Nelson, hier wieder Schlusswort. Ja, vielen Dank. Also dadurch, dass tatsächlich alle bis zum Schluss jetzt geblieben sind, glaube ich, dass das nicht an dir lag, sondern einfach, dass alle zu gespannt zugehört haben. Wie du gesagt hast, ja auch heute wieder ein relativ ruhiger Handel. Wir haben den VIX ja auch relativ hoch, relativ niedrig, auch schon seit seit vielen Tagen eine sehr kurze Handelsspanne jetzt in den Indizes gehabt. Und das setzt sich heute fort zu deinen Bundbewegungen. Da kam ja EZB Nagel, der hat auch ein paar Kommentare eben abgegeben bezüglich des Rate Hiking Cycle.
Ja, aber genau, das ist wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen untergegangen. Aber wichtig ist mal zu zeigen, dass auch an so einem Tag halt Setups da sind, ne? Und die versuchen wir zu erkennen. Also muss nicht immer hier ein Wix von 25 aufwärts sein. Ja, vielleicht so die eine andere Gelegenheit weniger, aber wir versuchen halt Setups zu finden, wo eigentlich jeden Tag irgendwas zu tun ist, ja. Und das ist, glaube ich, hoffentlich heute nochmal klar geworden. Wie gesagt, da oben die Setbacks hier 89 und 4352, die funktionieren nach wie vor im DAX und im Euro Stoxx. Also wir sind hier oben im bestätigten Short Setup mit den Rücksetzern und das passt auch in das übergeordnete Bild so aus der Stunde. Das war jetzt hatte ich das Schlusswort, ne? Währenddessen kommt zumindest mal der Euro Stoxx ein bisschen weiter zurück. Ja, wie gesagt, da belastet nach wie vor, und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, da haben wir immer wieder drauf zu schauen. Schauen wir mal, wo ist denn hier die Aktie von, ja, also mit 2,7% des Indexschwergewicht hier in Louis Vuitton im Minus, und das belastet ja überdurchschnittlich den Euro Stoxx. So, jetzt war es das aber wirklich von mir. Danke nochmal fürs Zuhören und möchte nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, wir sind in 2 Wochen wieder auf Sendung und vorher macht der Kollege, das ist fest, ne? Nelson, ne? Der Ja, Kollege. die, Genau. man hat heute die Möglichkeit, ab später wird es online gestellt, beziehungsweise auf der Webseite aktiviert. Der Termin steht fest, ein Webinar mit Sergey am 11. Und dann haben Sie im Laufe des Tages dann die Möglichkeit, sich für das Webinar zu registrieren. Genau, super, alles klar, wunderbar, danke und weiterhin viel Erfolg, ne? Danke auch für das Webinar, vielen schönen Tag und erfolgreichen Tag euch und natürlich vielen Dank an alle, die dabei waren. Auch ebenfalls einen erfolgreichen und ja, schönen Tag. Ist relativ bei dem Wetter draußen, aber bleiben Sie gesund und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.